Mahlzeit, meine Lieben. Ja, ich habe euch gestern ein Video gezeigt. Ich war gestern zum ersten Mal nach 6 Jahren mal wieder Dungeon. Ja, über den Dungeon Browser. Ich habe zuerst diese Anhänger Dungeons mal ausprobiert, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das ist, und habe mir das angeguckt. Und ja, danach war ich so ein bisschen angefixt. Und bin dann danach mal direkt NHC rein und habe auch mal ein bisschen so mein Gear, ja, ausgestattet. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Gegenstandsstufe so ein klein bisschen hochgepusht. Nach den ersten NHC Dungeons habe ich mir gedacht, als dann die Gegenstandsstufe passend war, geh halt mal in HC rein. Und da habe ich gestern noch ein paar HC Dungeons, ja, gemacht und schön mein Gear ein bisschen hochgepusht. Hab euch gestern auch ein Video hochgeladen, wo ich in der Brackenfellhöhle war auf NHC. Ja, so, und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe ein bisschen so mein Gear hier hochgepusht. Ich schaue jetzt richtig kacke aus, aber dafür habe ich jetzt ein besseres Gear, und ich habe beschlossen, ich werde mir auch mal diese Raids anschauen, weil das geht mittlerweile auch. Ja, kann ich schon hier rein nach Amyrdrasil. Aha, erweckt Abarus. Deswegen sind die so teuer. Ja, habe es gar nicht mitbekommen, dass Abarus jetzt erweckt ist. Abarus Runen waren richtig teuer drin vorhin für 1000 G. Mittlerweile gesunken auf 400 irgendwas, aber immer noch teuer. Blöd, dass ich wieder nichts mehr habe auf Vorrat, ja. Da, wo mal was teuer ist. Nun gut, egal. Ich schweife ab. Also, auf jeden Fall, was ich euch heute zeigen möchte, ist mal diese Anhänger-Dungeons. Wer das noch nicht kennt, ja. Man mag es kaum für möglich halten, aber ich kannte es auch nicht. Vielleicht gibt es ja noch mehr, die das nicht kennen oder sich einfach mal anschauen wollen oder auch den Unterschied wissen wollen. Und da gehe ich jetzt einmal rein in Brackenfellhöhle, weil ich da gestern auch den NHC dann schon gemacht habe. Und was mir da auch noch als Unterschied aufgefallen ist, also ich sage euch jetzt mal so die Unterschiede dann zum normalen Dungeon im Vergleich mit den Anhängern. Es gibt nicht alle Dungeons im Anhängermodus, habe ich festgestellt. Zum Beispiel Dämmerung des Ewigen, wie heißt es jetzt wieder? Hier. Dämmerung des Ewigen, ja, diese beiden, die gibt es zum Beispiel schon mal nicht im Anhängermodus. Das heißt, man kann sich nicht an alle angucken. Ich finde, also mein Fazit zum Anhängermodus, ich finde es ziemlich gut, muss ich sagen, diese Neuerung, weil wenn man jetzt keine Ahnung von dem Dungeon hat und Angst hat, dass ja, man vielleicht auch ein bisschen hinterher ist, so mit dem Content. Und man Angst hat, man geht jetzt hier über den Dungeon Finder in zufälligen Dungeon oder zufälligen HC Dungeon rein und trifft dann auf eine Gruppe, wo der Tank einfach komplett durchrennt, ja, schnell durch will und keine Rücksicht nimmt auf, kenne mich nicht aus und so. Man vielleicht auch Angst hat, irgendwie angemotzt zu werden oder dass man nicht mitkommt, gerade so vielleicht auch als Heiler oder selber als Tank auch, wenn man einfach nicht weiß, was ist hier. Ja, man hat sich vielleicht schon den Guide angeschaut, aber Theorie ist immer was anderes als Praxis, oder man mag sich auch keinen Guide anschauen, ja. Dann kann man einfach mal hier reingehen in den Anhänger-Modus. Und dann kann man sich einfach mal diesen Dungeon ganz in aller Ruhe anschauen. Ja, man wird da durchgeführt. Das zeige ich euch gleich. Und man sieht einfach, aha, was passiert da? Wie schauen die Bosse aus? Und worauf muss man so ein bisschen achten? Und braucht keine Angst haben, dass man irgendwie angestänkert wird oder dass es irgendwie viel zu schnell geht oder man gekickt wird oder. Ja, also dafür finde ich es echt super, so von Anfang, dass man einmal die ganzen sich anguckt, sich durchführen lässt von den Anhängern, und dann weiß man halt ungefähr, wie es geht, und danach kann man hier die normalen
Gruppendungeons machen. So habe ich es jetzt auch gemacht, ja. Und jetzt schauen wir uns einfach mal hier die Brackenfellhöhle an. Also, ich bin hier im Dungeon Finder, ja. Gehe auf Anhänger Dungeons und hier kann ich mir anklicken, ob ich jetzt zufällig irgendeinen will oder eine bestimmte. Wenn ich zu mir egal ist, klicke ich einfach alle an und die Gruppe ist auch ziemlich schnell bereit, ja. Da muss sie auf keinen warten und es geht dann auch gleich los. So, und jetzt gibt es hier so ein paar Besonderheiten und die zeige ich euch jetzt. Also wir sind jetzt hier in der Brackenfellhöhle, ja. So, und jetzt wird hier schon so ein bisschen was. Das sind jetzt hier diese Anhänger, das sind immer die gleichen. Ein Tank, zwei DDs in meinem Fall, weil ich selber DD bin. Und ein Heiler. Ja, je nachdem, was du bist, wird der Rest einfach halt zugeteilt. Es sind immer dieselben hier. Und wie man gerade schon gesehen hat, wird einem hier gleich am Anfang schon ein Tipp gegeben. Ja, vergesst nicht, eure Stärkungseffekte, sagt schon einer von den Anhängern. So, ich bin ein braver Hexer und stelle gleich mal einen Seelenbrunnen auf. Und ja, die Anhänger laufen hin und nehmen sich. So, und jetzt, wie man sieht, sie machen nichts, ja, die warten hier auf dich, bis du bereit bist. Du könntest jetzt hier eine Weile rumstehen und wenn du dann vorläufst, dann folgen sie dir. So, jetzt kann ich Folgendes machen. Da unten habe ich jetzt so einen Button und da steht jetzt Dungeon Unterstützung. Ja, das heißt, ich würde jetzt hier vorlaufen und ja, das Ganze hier leiten. Wenn ich jetzt hier draufklicke, da steht Umschalten, damit ein Anhänger den Weg weist. Dann, ja, dann ist jemand anders der Anführer, nämlich hier der Tank, ja. Das mache ich jetzt auch mal. So, und jetzt habe ich umgeschaltet. Man kann auch jederzeit das wieder zurückschalten. Und er sagt jetzt hier, ich werde euch beschützen, folgt mir. So, das heißt, das ist jetzt hier der Tank und der führt mich jetzt durch diesen Dungeon. Was einfach super ist, wenn ich mich halt nicht auskenne und hier zum ersten Mal drin bin. Er geht dann auch schon mal erstmal hier voran, ja, damit ich weiß, okay, hier muss ich entlang. Ich gebe mir jetzt hier auch selber einen Soulstone. So, und jetzt muss ich einfach nur folgen. Und das Gute ist wirklich, die warten hier immer auf dich. Ja, jetzt gehe ich ein Stück, dann geht er auch wieder ein Stück. Also es wird wirklich gewartet, die anderen folgen auch brav. Du kannst jetzt hier erstmal 5 Minuten rumsitzen und weil du irgendwas noch vergessen hast zu machen, die Essen überkocht in der Küche oder. Ja, und das macht nichts, dann warten die einfach auf. Auch. Und jetzt gehen wir los und er fängt jetzt an und tankt. Und da können wir jetzt einfach mitmachen. Ja, ich mache jetzt hier mal gar nichts, weil auch das ist möglich. Ich könnte jetzt hier einfach nichts machen, ja, und mich hier komplett durchziehen lassen und die Anhänger die ganze Arbeit machen lassen. Und ich kriege trotzdem Loot, wie ihr seht, ja, auch wenn ich nichts angehaut habe hier. Das wird zwar ein bisschen dauern, weil die etwas langsam sind und nicht so arg viel Damage machen hier. Also schneller geht es schon, wenn man mitmacht, ja. Aber es ist möglich. Was nicht geht, habe ich schon ausprobiert. Ich kann nicht hier auf Folgen drücken. Also ich könnte mich jetzt nicht einfach hier hinten dranhängen und mich komplett wirklich ja, auf Folgen durchziehen lassen. Das geht nicht. Ich muss schon mich selber bewegen. Und die gehen dann auch nicht weiter, wenn ich hier stehen bleibe, machen sie jetzt die Gruppe hier und werden nicht weitergehen. Ja, jetzt mache ich mal ein bisschen mit hier, damit es da doch ein bisschen schneller geht. So, man wird auch hier wirklich brav geheilt immer. Also funktioniert echt gut und jetzt halt einfach immer hinterher, ne? So, und was passiert jetzt, wenn ich jetzt, ja, das zeige ich euch nachher, jetzt habe ich schon abgemountet. Ja, und auch wenn man hier irgendwo drin stehen bleibt oder so, man wird hier geheilt, ja, und das funktioniert wirklich wunderbar und es motzt einen keiner an.
Allerdings muss man halt schon ein wenig schauen. Dafür ist es ja da, dass man hier einfach sieht, was ist hier zu tun. So, und jetzt seht ihr da unten, ja, hier sagt das, befreit diesen Tusker, hat er gesagt, dass hier unten sieht man es auch nochmal im Chat, ja. Hier wird einem auch gesagt, was gibt es hier zu tun. Das machen jetzt die Anhänger nicht für einen. Die Leute hier rauslassen, das muss ich selber machen. Das würden die Anhänger nicht machen. Ja. So, gehen wir weiter. Ja, und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich sammle jetzt hier mal so ein bisschen zusammen, ja, weil mir ging es dann wirklich, nachdem ich hier erstmal mich umgeguckt habe und mich wieder an Dungeons gewöhnt habe, ging es mir ein bisschen zu langsam. Der Tank, der ist sehr bedächtig, sag ich mal so. Der pullt nicht so arg viel. Also die gehen hier wirklich gediegen hier durch. Es wird auch irgendwie alles umgehauen, was irgendwie gefährlich werden könnte, ja. So, und ich habe jetzt hier mal ein bisschen zusammengesammelt. Und ja, also der hält es schon aus. Es gibt schon eine Grenze, wenn ich ganz so viele zusammensammle. Der Tank, der folgt mir auch. Also wenn der sieht, oh, da wirst du irgendwie angegriffen, dann schaut er auch, dass er zu dir hinkommt und die Mobs, die dich da angreifen, auch mit tankt. Es gibt eine Grenze, ja. Irgendwann ist zu viel, dann schafft es der Heiler nicht mehr, den Tank zu heilen. So, hier sagt er jetzt wieder hier die Geißel rauslassen. Also der stellt sich hier brav dahin und wartet, bis ich das gemacht habe. Ja, dann geht es erst weiter. So, und ja, er weist einfach den Weg, bleibt immer wieder stehen. Und wie ihr seht, also die hätte man jetzt ja irgendwie auslassen können hier, ne? Eigentlich, ich sammle wieder mal ein bisschen zusammen, damit es ein wenig schneller geht. Und wie ihr seht, er folgt mir auch brav. Lässt mich da nicht im Stich. Ja, und also manches könnte man halt einfach wirklich stehen lassen, aber der geht hier auf Nummer sicher, dieser Anhänger, und sammelt einfach alles zusammen. Ich meine, es wird alles down gemacht, was halt so hier ist. Wo ich mir manchmal denke, naja, komm, da hätte man jetzt schon irgendwie vorbeischleichen können. Das hätte schon gepasst, ja. Ja, auch der hier wird angegriffen. Und hier wartet er jetzt wieder brav, ne? Er sagt mir jedes Mal hier, lass die Geißeln da raus und wartet brav, bis ich es gemacht habe. Ja, und ich sammle hier wieder zusammen. Ein bisschen muss man aufpassen, wenn da so Mobs dabei sind, die einen irgendwie stunnen oder irgendwelche anderen solchen Effekte auf einen wirken und man nicht schnell genug mit den Mobs zum Tank rüberkommt, dann kann es tatsächlich passieren, dass man down geht, ja. Ist mir gestern mal auch ein paar Mal passiert, wo ich einfach mal probiert habe, wie weit kann ich hier gehen, wie viele Mobs kann ich hier zusammen sammeln, wie viel hält der Tank aus, wie viel schafft der Heiler noch zu heilen. Ja, wie ihr seht, wenn ihr so auf die Dings Details schaut, die Anhänger machen nicht so arg viel Damage. DDDs. Aber sie würden es schon, wie gesagt, komplett alleine schaffen. Also du könntest einfach hier komplett einfach nur hinterherrennen und Sightseeing machen, ja, und nichts dazu tun. Und es würde trotzdem funktionieren. Ja, was passiert hier, wenn man down geht und keinen Soulstone drauf hat, so wie ich? Wenn man down geht, ist das Witzige, gehen alle anderen auch down.
und starten mit dir wieder vorne am Anfang der Instanz. Das heißt, auch hier bist du nicht alleine, so dass du jetzt dann am Anfang der Instanz rumstehst und dir denkst, oh shit, wo muss ich jetzt hin oder so, sondern die gehen dann auch alle down und starten wieder mit dir am Anfang, so dass du einfach hinterher laufen kannst und halt weißt, wo du hin musst. Ja, ja, also besonders spannend ist es nicht, aber wie gesagt, von Anfang, wenn man sich nicht auskennt, ist es echt gut. So, wir lassen wieder hier die Geißel frei. Also er sagt es mir wirklich jedes Mal, dass ich hier die Geißel frei lassen soll. So, jetzt schalte ich hier mal um, ja, damit ihr auch seht, wie das ist, wenn ich umschalte. Dann sagt er, also schön, geht voraus, ja. Dann läuft er nicht mehr vorne weg, sondern dann laufe jetzt ich vorne weg. Und das kann man einfach halt dann machen, wenn man sich auskennt, ja, wenn man schon weiß, wo muss man hin und so. Ja, das ist sowas jetzt hier gefährlich, ne, wenn ich hier bewegungsunfähig bin und nicht weiterlaufen kann, ziemlich weit mich vom Tank entfernt habe mit den Mobs und nicht schnell genug zum Tank hinkomme oder eher zu mir, dann kann es passieren, man geht halt down. So, schön Loot einsammeln. Jetzt kommen wir zum ersten Boss hier. Ja, und ich darf jetzt hier auch anfangen. Also der macht nichts, wenn ich hier umgestellt habe. Fange ich an und hau die Mobs an. Aber er tankt trotzdem, weil ich ja DD bin. Ne? Also das macht er dann trotzdem. Der Unterschied ist einfach, dass ich vorgebe, wo laufen wir, wie laufen wir und so weiter. Welche Mobs hauen wir an, welche lassen wir stehen. So, der Boss ist down. Jetzt, ihr habt jetzt gesehen, zum Loot noch was. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber mir kommt es vor, es gibt hier wenig Loot bei den Bossen im Anhängermodus. Die Gegenstandsstufe, ja, kann ich euch vielleicht noch beim nächsten Boss zeigen, wenn ich mal was rausbekomme. Die ist die gleiche wie im NHC. So, jetzt gehe ich hier mal schön voran. Kommt, kommt. Ah ja, ich glaube, an denen kommen wir trotzdem nicht vorbei. Aber dann lass uns mal hier noch ein bisschen zusammensammeln. Ja, hier ist mir gestern passiert, da bin ich einmal down gegangen. Da habe ich hier wirklich viel, viel, viel zusammengesammelt und irgendwas hat mich gestunt. Bin immer schnell genug zum Tank zurückkommen, down. Und dann sind wirklich auch alle dann down, ja. So, das ist jetzt eine ganze Horde hier. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, der Tank ist down, ja, also jetzt kam der Heiler da nur mit, das war jetzt zu viel, was ich hier gepult habe. Schauen wir mal, ob wir es noch schaffen, der Heiler heilt mich brav. Oh je. Ja. Passt. Also schaut, man schafft es trotzdem, ja. Auch wenn der Tank down geht, Tank wird gleich wiederbelebt und dann geht es gleich weiter, ne?
So. Ja. Warten hier kurz. Da ist das schon wieder. Und ja, ich sag mal so, wärst du jetzt in einem normalen Dungeon und würdest hier als Hexer irgendwas pullen und der Tank geht down, dann fliegst du da mal raus aus dem Dungeon, würde ich sagen. So, wie geht's denn weiter? Immer weiter nach oben. Okay, jetzt kommt hier die nächste Gruppe. Da schnappen wir uns doch auch gleich mal ein paar. So, hier die noch. Damit es auch mal ein bisschen lustig hier ist. Wo ist der Tank? Ach, da unten. Ja, da muss ich dann eben schauen, dass sie schnell genug runterkommen. Ja, weil der so weit hoch folgt er scheinbar nicht. Na kommt. Wieso stehen die denn jetzt da oben rum? Ist alles schön zusammensammeln hier. Ansonsten, wie ihr seht, gerade was hier der Loot war, ja, findet man hier dieselben Sachen wie im normalen NHC Dungeon halt auch. Also da ist kein Unterschied. Auch das Item-Level ist dasselbe. Mir kommt es nur so vor, dass es vom Gear her ein bisschen weniger ist als im normalen NHC Dungeon. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist oder mir das nur so vorkommt. So, dann nehmen wir jetzt doch mal eine Abkürzung. Ja. Die Anhänger würden jetzt sonst. Oh ja, okay, sie sind trotzdem den normalen Weg laufen und nicht meine Abkürzung genommen. Schade. Das hätten wir uns ja hier echt sparen können. Na, komm, nimm es doch. Gut. Und weiter geht's. Ja, ich greife wieder an. Alle da. Passt schon. Und down. So, ja, auch hier war jetzt wieder kein Gear drin, ja. Also, weiter. Weiter, weiter, weiter. Kommt auf. Oh, Mist. Komm, weiter, weiter. Keine Lust auf so einzelne Mobs hier. Ja, hier kann man auch wieder eine Abkürzung gehen. Ob die da mitgehen, ich weiß es nicht. Werden wir gleich mal auswählen. Mist, Folter entstanden.
Jetzt schauen wir mal, ob Sie diese Abkürzung damit gehen. So, weil die Anhänger, die laufen hier einfach durch, ja, immer geradeaus durch. Man kann ja aber auch hier oben einfach rumlaufen und so ein bisschen was hier auslassen. Und? Ja, Sie folgen sehr gut. So, müssen wir kurz schauen, wo geht es jetzt weiter? Dahinter. Genau, da hinten ist das Bärchen, da müssen wir jetzt weitergehen. Jetzt warten wir hier kurz, bis die wieder umdrehen da. Kommt, dreht um. Ach nö, oder? Gut. Weiter geht's. Kommt? Ach nee. Also das ist halt, ja. Die pullen halt schon immer mal, weil sie ihren Popo nicht bewegen, nicht schnell genug. So, jetzt aber auf geht's. Gut, nächster Boss. Und los. Ja, wieder kein Loot. Also ich finde es schon auffällig, dass hier bei den Bossen wirklich, ich weiß gar nicht, ist da gar kein Loot oder nur ziemlich wenig. Ich weiß, wo geht es jetzt eigentlich weiter. Wo muss man jetzt hin? Jetzt muss ich mal kurz hier umschalten, weil ich gerade nicht weiß, wo wir hin müssen. Das ist halt das Praktische, ja. Also hier geht's weiter. Okay, stopp, 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 dann kann ich wieder selber. Wenn du mal nicht weißt, wo ging es jetzt wieder weiter, dann schaltest du einfach schnell um und der Tank zeigt dir den Weg und dann kannst du wieder zurückschalten. Also wirklich praktisch, ja. Ja, also ich glaube schon, es war so, naja, das ist jetzt das, wo diese ganzen vielen sind. Da reiten wir jetzt einmal komplett durch. Ich hoffe mal, die folgen mir jetzt und bleiben nicht stehen. Damit man mir hier mal ab. Oh je. Ja, genau, das ist genau das Problem. Okay, ah ja, jetzt habe ich noch hier was gepult. Ja, normal würde ich jetzt hier rausfliegen, ne, aus dem Dungeon. Okay, Tank, komm, sammel hier mal ein bisschen zusammen, damit ich hier mal gescheit reinballern kann. Auf geht's. Nicht so wirr durcheinander. Genau, jetzt. Passt's hier. Ja, oh. Das ist jetzt ein Vibe, wahrscheinlich. Schätze ich mal, weil die sind jetzt alle down und stehen jetzt, glaube ich, irgendwo. Ne, da sind sie wieder. Die waren noch gerade down, oder nicht? Nein. Sonst hättet ihr das halt auch mal gesehen. Wie es aussieht, wenn Vibe ist. Dann starten wir einfach alle wieder von vorne miteinander. Tank down, schon wieder. Könnte ich jetzt mal mein Soulstone drauf tun, aber das soll man hier der Heiler machen, das passt schon. Das schaffen wir schon, wenn wir nicht. Seht ihr, wie ein Vibe aussieht? Na, sorry. Ja, dann seht ihr das jetzt auch mal, ja. Also das sind jetzt ein bisschen viele Mobs, okay.
Jetzt mache ich hier Geist freilassen, ja. Und ihr seht jetzt, alle anderen sind jetzt auch down. Wenn ich down bin, sind alle anderen automatisch auch down. Wir machen Geist freilassen. Also da kann man dann, wird man auch nicht wiederbelebt vom Heiler, sondern alle sind dann down. Und wir starten jetzt hier, der Heiler heilt, alle sind da, ja. Starten wir hier wieder alle miteinander, sodass man auch wirklich nicht alleine jetzt irgendwie gucken muss, oh, wo geht es jetzt wieder entlang, oder man alleine einfach sich durchboxen muss oder so. Die Anhänger sind direkt auch wieder mit am Start. So. Gut. Ah, wo ging es jetzt hier wieder weiter? Ich glaube, da. Oder? Ich glaube schon. Ja, genau. Genau, hier müssen wir hoch. Genau. So, jetzt pullt bitte nichts, Anhänger. Ja, habt ihr jetzt mal Vibe auch gesehen, ne? Also, alles hält der Tank auch nicht aus, wenn man es übertreibt. Aber so macht es wenigstens Spaß, finde ich. So, jetzt gucken wir mal. Ich könnte mir jetzt hier außen rumlaufen, aber ich möchte den Loot gerne haben. Was macht man jetzt? Naja, komm, wir probieren es jetzt mal. Ob sie nichts pullen hier, wenn wir hier mal so schön außen rumlaufen. Und? Und ich sehe nichts. Oh, natürlich doch gepult. Also das funktioniert nicht gut, ja. Sich vorbeischleichen, das klappt nicht so ganz gut mit den Anhängern, wie man sieht. Es wird immer alles gepult. Auch wenn ich vorne weggehe. Also das hätte man jetzt doch echt stehen lassen können, ne? Wer war das? So, nur noch der Endboss, dann sind wir schon fertig. Ging es jetzt hier weiter? Ich glaube schon, oder? Ja, also wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, ne? Ihr seht, es dauert schon ziemlich lange hier mit den Anhängern hier durchzulaufen. Viel, viel länger, als wenn du... Jetzt haben die doch schon wieder gepult. Warum? Lasst das doch stehen. Ich habe mich doch jetzt hier so schön vorbeigeschlichen. Ja, deswegen, ne? Dauert es so lang, weil alles einfach mitgenommen wird. Ja, dann nimm den aber auch gleich mit dazu noch. Ja, auf, weiter. Sind wir überhaupt richtig? Ich glaube schon. Du. Ey, was pullen die denn da die ganze Zeit? Muss mal schauen, ich schalte mal um und gucke mal, ob ich hier richtig bin. Gerade, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ah ja, ich war nämlich doch verkehrt, genau. Also dafür ist es praktisch, ja. Wenn ihr nicht mehr wisst, wo geht's lang, dann umschalten. Ach hier, da ist er schon. Und ich wäre jetzt noch in irgendwo rumgerannt.
Okay. Das ist schon der Endboss. So, fertig. Halt, was ist hier noch? Ey, lass mich da raus. Okay, Dungeon beendet, ja. So, jetzt jubeln alle, ne? Und er sagt, gute Arbeit, wir sind hier fertig, ihr könnt jederzeit gehen, sodass man weiß, so, das war's, ja. Du kannst jetzt hier Dungeon verlassen. Also dauert ungefähr eine halbe Stunde, okay? Ich habe auch noch ein bisschen was vorher erzählt und zwischendrin ein bisschen erzählt. Ja, eine halbe Stunde ungefähr, das ist schon lang für so einen Dungeon. Mit den Anhängern dauert es einfach ein bisschen länger. Schneller geht es, wenn man selber die Führung übernimmt und auch ein paar Abkürzungen nimmt. Wobei halt die Anhänger da nicht immer mitgehen, leider. Sie polen manchmal einfach trotzdem irgendwas, was man einfach eigentlich stehen lassen könnt. Und ja, wenn man zu viel zusammenpult, dann ist halt ey. So, das ist jetzt hier die Belohnung. Ja, ein Item, okay. Ein Item auf Stufe 460. Also ist eigentlich genau dasselbe, was man aus dem NHC halt auch rausbekommt. Ja, ist genau dasselbe. Wobei ich denke, das ist jetzt hier der Endboss, da gab es jetzt was. Bei den anderen Bossen habe ich nirgends was bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwie jetzt Zufall war und man sonst mehr bekommt. Bin mir nicht sicher. Aber ich finde es schon wenig, ja. Weil ansonsten weiß ich schon, dass ich auf HC zumindest schon bei mehr Bossen als nur einem was bekommen habe. Ja, das war's. Jetzt wisst ihr, wie so ein Anhänger dann schon ausschaut. Ich könnte jetzt hier, wenn ich Lust habe, könnte ich nochmal losziehen, einfach direkt weitermachen. Ja, die Gruppe ist auch sofort bereit, innerhalb von wenigen Sekunden. Hier kann ich einfach alles anklicken, wo ich hingehen wollen würde. Also, ne, ich kann auch alle anklicken und dann einfach Beitritt machen, wenn ich keine Lust mehr habe. Kann ich hier Instanzgruppe verlassen? Und das mache ich jetzt, weil ich bin jetzt hier fertig. Einmal reicht zur Demonstration. Ich werde lieber wieder HC machen. Ich finde, HC, da merkt man schon den Unterschied, was aber mit Sicherheit auch noch ein bisschen an meinem Item-Level liegt, ja. Also das ist schon ein bisschen schwieriger. Diese Anhänger-Dungeons, die sind, finde ich, sehr, sehr einfach. Die Bosse liegen echt total schnell. Und ja, besonders spannend ist nicht, aber zum Umschauen erstmal kann man schon mal ein so Ding machen. Ja, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wer es noch nicht kannte, jetzt wisst ihr, was ein Anhänger-Dungeon ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Anhänger-Dungeons oder auch sonstigen Dungeons. Ich mache weiter HC, damit ich hier mein Gear noch ein bisschen pushe. Und dann schaue ich mir auf jeden Fall auch mal als nächstes die Raids an. Für die Raids gibt es leider keinen Anhänger-Modus. Muss sagen, fände ich nicht schlecht, ja, wenn es auch für die Raids so einen Anhänger-Modus geben würde, damit man sich auch die mal einfach ganz in Ruhe, ohne irgendeinen Druck, weil man nicht weiß, was man machen soll, sich nicht auskennt, dass man sich das einmal anguckt, einfach und einmal durchgeführt wird sozusagen und sieht, wie ist es so und danach erst, wenn man wenigstens ein bisschen Ahnung hat, mit anderen Personen in den Raid reingehen, sodass man zumindest ein bisschen Plan hat und nicht ganz rumnoobt, ja, und die anderen wegen einem, der nichts weiß und nichts kann, keinen Bock mehr haben. Ja, fände ich cool, wenn es das auch für die Raids geben würde. Vielleicht kriegt man das ja noch. Ich fände es auf jeden Fall super. Ja,
Genau, das war's dann zum Anhängermodus. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.